Hallo zusammen. Heute bin ich wieder mal im Schwarzwald. In der Nähe von Freudenstadt gibt es einen wunderbaren Tierbegegnungshof. Ein kleines Paradies für Mensch und Tier in einer naturgebundenen Lage. Viele verschiedene Tiere findet man hier. Zum Anschauen, zum Streicheln, zum Füttern, zum Spazierengehen mit den Tieren. Also man kann sagen, ganz nah am Tier ist man hier. Und wie man hier hinkommt und die Kontaktdaten, die werde ich euch unten in dem Video verlinken. Und jetzt lasst uns mal in dieses Tierparadies reinschauen. Hier in dieser wunderschönen, waldreichen, ruhigen Gegend, bei Freudenstadt-Christophstal, findet man den Herrenwieshof, ein Eldorado für Mensch und Tier. Und das ist die Muriel und die hat drei kleine Ponys dabei und die wird jetzt mit den Ponys und mit Kindern spazieren gehen. Muriel, bist du bereit? Macht Spaß, mit den Ponys zu gehen? Ja. Ja? Gehst du gerne mit den Ponys? Ja. Und immer mal wieder? Mhm. Ja. Und wie heißt denn das Pony? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Mandy? Jetzt haben wir es. Mandy heißt das Pony. Super. Und Mandy hat Hunger. Ja. Das ist die Violetta, ein ehrenamtlicher Helfer. Sie und sogar ihre ganze Familie helfen hier ehrenamtlich auf dem Herrenwieshof. Und Violetta, kannst du uns vielleicht sagen, warum seid ihr ehrenamtlicher Helfer geworden? Ja, das kam eigentlich eher zufällig. Wir waren vor ungefähr einem Jahr als Besucher mal hier. Und dann hat es den Kindern relativ gut gefallen und dann waren wir noch ein zweites Mal und irgendwie einfach immer öfter. Und dann hat sich einfach so ergeben, dass einfach so kleine Arbeiten gemacht werden mussten und mein Mann ist einfach sehr handwerklich begabt. Und dann hat er einfach angefangen, hier ein bisschen mit anzupacken und ich war dann eher so in Richtung Tiere und meine Große war eh immer so begeistert von Tieren und hat sich da eben auch viel mit interessiert und das hat sich einfach so ein wenig, ja, ich sag jetzt mal, ergeben. Und das war dann im Dezember, als dann der Andreas eben auf die Idee kam, das so ein bisschen offiziell zu machen, hat uns dann eben die T-Shirts bestellt, dass wir dann auch eben wiedererkennbar geworden sind. Dann wurden noch Alpaka-Wanderungen eingeführt, wo wir dann spontan angefangen haben zu üben und dann habe ich noch die Alpaka-Wanderung übernommen. Also wie gesagt, es kam eigentlich eher durch eine Laune heraus und einfach, weil es hier so schön ist für die Kinder. Ah, jetzt kommen ganz viele Ziegen hier angerannt. Die haben hier ein Futter entdeckt. Ja, und so schön ist es hier auf dem Herrenwieshof. Also wirklich sehr zu empfehlen, hier mal mit den Kindern herzugehen. Die Besitzer Gudrun Zwissler und Andreas Pelzus führen den Hof mit viel Liebe und Herzblut. Und man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass hier nichts auf Profit ausgelegt ist. Die Helferinnen und Helfer arbeiten gerne ehrenamtlich, ganz einfach auch deshalb, das haben wir schon von Violetta gehört, weil sie selbst Kinder haben.
Und den Kindern wird hier auf dem Hof so viel Spaß und Freude und uneingeschränkte Nähe an den Tieren vermittelt, dass sie einfach nur als Eltern etwas zurückgeben möchten. Und wenn uns diese lauten, angriffslustigen Kaugänse mal durchlassen, dann gehen wir noch an den kleinen, klaren, idyllischen Bach. Was ist denn das für ein Bach hier? Der Vorbach. Eintritt zahlt man hier nicht. Die Besitzer sind auf Spenden angewiesen. Denn das Futter für die Tiere und alles andere, was sie noch dazu benötigen, das fällt nicht vom Himmel. Es muss auch mit Geld bezahlt werden. Und deshalb sollte jeder daran denken, einen Betrag, was er selbst so für angemessen hält, dazulassen. Das ist die Mia. Sie kennt sich schon so richtig gut aus hier auf dem Herrenwieshof. Sie kommt sehr oft mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester her. Hier ist ein Kamerunschaf. Den nenne ich Kuschel, weil er immer so schön kuschelt. Komm, Kuschel, dreh dich mal um. Komm. Guck mal in die Kamera. Und komm, da. Wie heißt die Ziege? Hatschi. Hatschi heißt sie. Hatschi. Hatschi. Ich denke, das ist ein Kamerunschaf. Nein, das ist eine ganz normale Ziege. Ach, das ist eine ganz normale Ziege. Ja, das hier ist ein Kamerunschaf. Ah, ne, du kennst dich ja wunderbar aus. Ziegen und Schafe kann man kann ich gut auseinanderhalten, weil bei Schafen wächst das Horn immer so wie ein Bogen. Aha. Und bei Ziegen wächst es so hoch. Ach so, das ist der Unterschied zwischen Schafen und Ziegen. Ja. Ach, du bist ja schlau. Da sind zwei Eier drin und kleine Vögel sind noch nicht drin. Nein. Nein. Ich hätte immer einen beim Kopf und gucke wieder.
Ja. Bist du gerne bei den Vögeln? Ja. Hast du zu Hause auch einen Vogel? Im Käfig, meine ich? Ziegensittig heißen sie, sind aber Zwergverband. Erwähnen möchte ich noch, es gibt hier Bänke und Tische und man bekommt Kaffee, Bier, alkoholfreie Getränke und abgepacktes Eis. Für Selbstversorger steht ein Grill zur Verfügung, der gerne genutzt werden darf. Ja, genau. Und weißt du was, wir nehmen die sogar mit der anderen Leine und dann führen wir die. Mit denen kann man dann alleine laufen. Ne Mücke? Na so gerne. Ne? Ja. Biggi. Hallo Biggi. Hey. Die ist auch süß. Ja, die ist alles schön. Und die Hatschi ist richtig groß. Ja? Mit diesen schönen Bildern von Andreas Pelzus und der Liebe zu seinen Tieren möchte ich mich verabschieden. Mit dem Tipp eines Besuches dieses wunderschönen Tierbegegnungshofes Herrenwies bei Freudenstadt-Christophstal im Schwarzwald.